So, damit haben wir also die erste Hälfte der Aufnahme damit verbracht, hier die Linie weiterzubauen. Ja, geht das noch? Geht, jawohl. So, dann können wir das alles wegschmeißen, was wir jetzt hier in den Händen halten. Bitte. Wo räuchelt es denn jetzt hier? Also irgendwie. Muss echt aufpassen. Hier sind also wahrscheinlich auch vielleicht eventuell Creeper gespawnt. Die röcheln ja nicht, leider. Oh. Haben wir denn noch genug Kohle? Weiß ich nicht. Hopsa. Die Lampe hat hier so Wackelkontakt, deswegen wird es eben mal kurzzeitig dunkel. Ganz muss aufpassen hier. Kann auch sein, dass das ja irgendwo unter der Mauer ist oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irritiert mich das. Sandstein. Sand. Ja, Sand haben wir genug. Sandstein haben wir auch genug. So, dann kommt da der Glowstone weg. Dann kommt das Redstone-Zeug da weg. Der Glowstone kommt da weg. Wo sind sie? Hier sind sie drin. Die Schienen. Ja, also wirklich, es sieht müde aus. Sehr müde aus. Schienen haben wir gar keine mehr. Im Prinzip Eichenholz. Tun wir hier hin. Hopsa. So. Jetzt habe ich ins Feuer gefasst. Eichensetzling können wir da hin tun. Was ist das? Kaktus. 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 War das hier mit dabei? Nee. Farben. Da tun wir das da mal rein. Genau. Dann haben wir Samen. Die tun wir mal hier mit rein. Tun den Bogen wieder hier unten rein. Da sind noch Pilze. Wo kommen die jetzt her? Weiß ich nicht. Knopf. Das ist hier mal drunter unter Werkzeuge. Ne? So, jetzt hat es die Lampe. Ne, da ist sie wieder da. Ich muss mal gerade so eine Zusatzlampe anmachen. Moment. So, da bin ich wieder. Also technische Probleme hier im Haushalt. Das Bett ist mein eigenes, richtig. Den Stock. Stöcker, okay, alles klar. So, das ist, was brauche ich jetzt für das Bauwerk? Ich habe mir da mal so ein kleines Muster gemacht. Also, wir brauchen Tropenholz. Und da nehme ich mal fünf, dann nehme ich mal einen Stack mit. Dann brauche ich vielleicht einen Stack. Ja, ich werde erstmal nur die Außensachen machen. Also, wir brauchen Ziegeldächer, wir brauchen Steinziegel, wir brauchen Glas, wir brauchen Ziegeldächer, wir brauchen Tropenholz. Dann nehmen wir mal Tropenholz. Ein Stack, wie, so viel habe ich da auch gar nicht mehr von. Also, wir können auch mal Tropenholz wieder farmen gehen, das ist wirklich so. Wir brauchen Tropenholzbretter. Ja, richtig. So, da brauchen wir Steinziegel. Da brauchen wir eine ganze Menge davon. Wir haben ja hier genug im Prinzip. Ja, was ist da? Was soll diese Röchelei? So, reicht das jetzt oder nicht mit den Steinziegeln, mit den vier Stacks? Ich kann ja immer noch was nachholen. So, was brauche ich noch? Ich brauche Glas. Ich brauche hiervon. Und zwar sollte das mal
erstmal reichen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 brauche ich nur. Also kann ich schon mal hier dann einige wieder weglassen. Ich gehe mal da. Ne, da oben brauche ich auch noch welche. Das sind also 2, 4, 6, 8, 9. 4 mal 9 sind 36. Gut, dann nehmen wir die mal so mit. Und noch 2. Es sollte eigentlich genau aus sich ausgehen. So wie der Bayer sagt und der Österreicher. Also, das sollte sich ausgehen mit denen. Steinziegel habe ich jetzt nicht nachgezählt. Das sind 10, 20, 40. Das reicht bei weitem nicht. Da brauche ich noch mehr Stacks. Weil wir haben ja hier, glaube ich, noch mehr drinne. Nee, ach, warum nicht? Aber hier brauche ich auch noch welche von. Da sollten aber, sagen wir mal so, so viel reichen. Hier habe ich noch Clean Stone. So. Brennt denn da noch was nach jetzt? Ach, wir haben ja hier auch noch was. Okay, also tun wir das mal da rein. Und stecken uns nochmal 4 Stacks Steinziegel. Das sollte dann aber reichen. Dann hatte ich gesagt, Ziegeldächer. Halt die Schnauze dahin. Steinziegeldächer. Reicht nicht, aber vielleicht können wir die dann da draus machen. Das heißt, wir brauchen noch eine Truhe. Wir haben aber Tropenholzbretter, da können wir alles draus machen. Dann Glas hatte ich gesagt. Und dann nehmen wir mal hier die 50 mit. Das sind also, hier brauchen wir 12, 14, 28 pro Seite. Da nehmen wir dann doch mal noch das Glas auch noch mit. So. Vielleicht könnten wir da auch mit buntem Glas noch zusätzlich arbeiten, was ich eigentlich im Original nicht habe. Deswegen lasse ich es auch mal nicht. Da mache ich es mal nicht. So, haben wir noch eine Werkbank. Wir haben noch Werkbänke. Okay, die kann man gut gebrauchen. So, dann wollen wir sehen, ob wir jetzt mal so schlau waren, dass das alles richtig schön überlegt haben, wie wir das machen wollen. Vielleicht noch ein bisschen Dreck. Der Dreck muss weg. So, das sollte eigentlich alles jetzt völlig ausreichend sein. Ich hoffe mal, dass das auch so ist. Und jetzt gehen wir mal rüber. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie rüberbauen dann. Ich werde da mal so eine provisorische Dreckbrücke von der... So, hier von der Mauer darüber machen, die dann natürlich wieder weggeht. Da muss ich mir noch mal überlegen, was wir denn da für eine Brücke machen können oder ob wir dann hier unten vielleicht Ausgang machen und dann von unten da rein in den Berg. Wir machen das aber, wie gesagt, erstmal hier provisorisch mit einer Dreckbrücke. Dreck hier bitte hinein, so. So, hier ist auch nichts ausgefackelt. Also, das Dingen wird 13 mal 13 groß. Also, ihr seht selber, es hat gar nicht so eine große Grundfläche. Und ich habe euch ja gesagt, zum Beispiel, wenn ihr eine Mietbauaktion machen wollt, 11 mal 11 Meter. Ich mache jetzt ein Tickchen größer, 13 mal 13, dann könnt ihr mal sehen, was man da so alles machen kann. Mit 13 mal 13. Theoretisch ginge das auch mit 11 mal 11, aber mit 13 mal 13 sieht das irgendwie ein bisschen schöner drin aus. Wie gesagt, das ist kein großes Gebäude. 13 mal 13 ist ja wirklich nicht groß. So, da oben ist der Vulkanbeobachter.
Und dann gucke ich mal hier. Wir werden also das jetzt hier hin bauen. Ich werde mich dann auch gleich mal hinlegen. Die Sonne geht ja gleich unter. So. Also, da fange ich mal, sagen wir mal, hier an. Na, das ist jetzt die erste Bahn. Wie viel sind das? Weiß ich nicht. Ich lege mich jetzt erstmal hin, dann können wir später immer noch gucken. So, gute Nacht.